Ihnen zu Hause geht es bestimmt genauso wie mir. Bei Schnäppchen werde ich einfach schwach. Aber nur die wenigsten von uns wissen, wie es hinter den Kulissen der Schnäppchenindustrie wirklich aussieht. Hier kommt ein exklusiver Blick auf Schnäppchen und ihre Macher. Zwei Männer, eine Mission. Sie bringen uns die Schnäppchen in die Läden und feilschen um jeden Euro. Würdest du mir bitte die Taschen für 3 Euro geben? Bist du so nett, lieber Peter? Professionelle Schnäppchenmacher gehen immer ans Limit. Können Sie da damit leben? Und beschreiten ungewöhnliche Wege. Der Koffer muss auch was aushalten. Und wenn dann irgendwann der Koffer am Arsch ist. Wo kommen unsere Schnäppchen her und warum sind sie so günstig? Unterwegs mit den Schnäppchenmachern. Gestatten Alex Walzer und sein Team. Sie führen Deutschlands bekanntesten Schnäppchenmarkt. Rambazamba heißt das Billigparadies. Das Konzept Tiefstpreise und Entertainment. Das sorgt schon seit 25 Jahren für gleichbleibende gute Kauflaune. Guck mal, ob du 15 Liegestütze kannst. Weiter, weiter, 8, komm. 9, 10 musst du schaffen. 10 mal Twix, 10 Liegestütze. Hast du mal ganz schnell 10 Euro verdient. Rund 10.000 Haushaltsprodukte sind im Angebot. Vieles stammt aus Restbeständen oder Firmenpleiten. Und dann kam der Alex, hat gesagt, da gebe ich euch 7 Euro für. Ja, machen wir, abholen, bitteschön, ich mach 10. Und da kriegen Sie ein Produkt, was normalerweise 25 kostet, für 10. Im Schnäppchenmarkt in Bad Gandersheim ist die Sommersaison gelaufen. Vollblutkaufmann Alex Walzer muss Lücken im Sortiment stopfen. Alle weg, alles verkauft? Ja, alle weg. Hier standen einmal Gartengrills. So eine Fläche, das sind irgendwie 2 mal 5 Meter, das sind 10 Quadratmeter. Da verlieren wir ja Geld, verlieren wir Umsatz. Ein neuer Verkaufsschlager muss her. Schnäppchenmacher Alex bekommt täglich Angebote von Restposten-Großhändlern. Einige bringen sogar persönlich ihre Musterstücke vorbei. Hallo, hallo, hallo. Jetzt sehe ich endlich ein Gesicht zum Telefonat. Genau, richtig. Hamed Sarbari kauft Restbestände von Fabrikanten ein, um sie an Schnäppchenmärkte weiterzuverkaufen. Was Alex braucht, ist sogenannte Impulskaufware. Also Produkte, bei denen Kunden ohne lange nachzudenken zugreifen. Und Tassen gehen immer. Was musst du haben? 1 Euro. 480 Stück, wie viel sind's? 24 im Karton. 480 Stück, das ist doch gut. 480 für 400. Für 400? Ja. Für 400? Für 400, 480. 450. Stück. Nein, für 400. Verhandlungsfuchs Alex hat den Händler überrumpelt und den Preis mal eben um 17 Cent pro Tasse gedrückt. Also, haben wir die. Schönheit. Der Schnäppchenmacher bekommt die 480 Kaffeetassen anstelle von 1 Euro für 83 Cent pro Stück und verkauft sie für 2 Euro weiter. Gewinn rund 560 Euro. Als nächstes Druckluftschläuche. Zusammen mit einem Kompressor lassen sich damit Autoreifen aufpumpen. Der Händler hat 400 Stück im Angebot. 450 nehmen Sie an. Schon wieder? Ja. 5. 450, da kannst du doch die Tassen schön oben drauf bauen. Guck mal, in jedem Schlauch sind 400 Schläuche, passt ein Ding zum Liefer. Alex kauft die 400 Druckluftschläuche für 1.800 Euro ein. Er wird 1.400 Euro daran verdienen. Für ihn ein sicheres Geschäft. Ja, das verkaufe ich wie warmes Brot. Und ich musste vom Preis runtergehen, weil 9,99 macht ein Mitbewerber. Ich muss 7,99 machen. Aber der Schnäppchenmacher hat immer noch keinen neuen Verkaufsschlager. Das wurmt ihn. Welcher Artikel lässt sich im Herbst noch gut verkaufen? Die Schnäppchen von Ivo Kegali und seinen Kollegen verkaufen sich dagegen das ganze Jahr über. Der Autohändler importiert günstige Fahrzeuge aus ganz Europa. Das Motto: große Mengen und kleine Preise. Meist ein Drittel unter dem regulären Marktpreis. Hier sind Ersparnisse bis zu 7.000 Euro drin. Ivo war einkaufen, 50 Volkswagen aus Ungarn. Der Kurs der ungarischen Währung ist an der Börse gefallen. Ivo hat sofort reagiert und die Autos abgestaubt. Da hatten wir ein bisschen Glück mit dem Wechselkurs. Die Fahrzeuge haben einen Preisvorteil für den Endkunden bis 25%. In Deutschland kostet so ein Neuwagen rund 26.000 Euro. Die Autos aus Ungarn sind 4.000 Euro günstiger. Und es geht noch billiger, bis zu 40% unter dem deutschen Listenpreis. Solche Schnäppchenpreise werfen bei den Kunden aber auch Fragen auf. EU-Importwagen machen viele misstrauisch. Wie wir das erste Mal hierher gegangen sind, hat meine Frau gesagt,
Ja, sind die Autos auch von der Qualität her und vom Service her sicher? Das war mir irgendwie nicht klar, wieso sich dann so ein Preisunterschied überhaupt ergeben kann. Das Ehepaar interessiert sich für einen Seat mit 280 PS. Als EU-Importwagen ist der sogar 7.000 Euro günstiger als beim deutschen Vertragshändler. Für uns ist ein Schnäppchen. Weil den Preis, den ich hier kriege, kriege ich beim Handel nicht. Verkauft. Ivo hat den Seat für 28.300 Euro eingekauft. Losgeworden ist er ihn für 29.200. Sein Gewinn? 900 Euro. Wie kommt so ein günstiger Preis zustande? Der weiße Wagen stammt aus Slowenien, der schwarze von einem deutschen Händler. Rein äußerlich unterscheidet diese beiden Autos nichts. Dieselben Scheinwerfer. Die gleichen Alufelgen. Auch im Auto stecken dasselbe Sicherheitspaket und die Originalmotorenteile. Die Fahrzeuge sind absolut identisch. Allerdings gibt es bei den Autoschnäppchen keine Wunschausstattung. Die Kunden müssen kaufen, was da ist. Wenn natürlich dann der Preis aber von Vorteil ist, das sagt man ja auch nicht nein. Ivos Geschäftsgeheimnis, er handelt mit großen Stückzahlen und nutzt Preisgefälle oder Steuervorteile einzelner EU-Länder. Das ist ein Angebot aus Ungarn, da geht es um Großraumlimousinen von Volkswagen. Und allein schon Nachlass wegen der Eco-Tax, sprich wegen der Abgassteuer. Ein weiterer Trick, sie nutzen die geringeren Einkommen unserer Nachbarländer. Der Grundpreis der Fahrzeuge ist allein deshalb schon so niedrig. Aber auch die Währung zählt. Es geht darum, dass wir in verschiedenen Ländern in anderen Währungen einkaufen. Und wenn der Kurs dann die Höhe steigt, haben wir natürlich einen höheren Nachlass. Der Händler gibt uns den gleichen Preis. Durch den Kurs erzielen wir aber einen viel besseren EK, der dann im Verkauf natürlich entscheidend ist. So schnell wie die Schnäppchen reinkommen, gehen sie auch wieder raus. Wir haben heute insgesamt 40 bis 45 Stück haben wir an Händler verkauft. Ja, super, das an einem Tag bis 15 Uhr. Toll, super Leistung. Der Laden brummt. Allein mit diesen Verkäufen haben die Autoimporteure rund 30.000 Euro verdient. Und Schnäppchen Nummer 46 geht gleich nebenan über den Ladentisch. Ein Neuwagen aus Tschechien. Garantie. Garantie, 2 Jahre Werksgarantie. Kein Unterschied wie vom deutschen Vertragshändler. Die Käuferin spart knapp 7.000 Euro beim Kauf und kann sogar in Raten zahlen. Weitere Rabatte sind bei diesem Schnäppchen aber nicht mehr drin. Dazu sind die Gewinnspannen zu niedrig. Der Wagen hat in Tschechien 16.900 Euro gekostet. Verkauft wird er für 17.800. Übrig bleiben 900 Euro Gewinn. Alles Gute, gute Fahrt und viel Spaß mit dem neuen Auto. Stammkunden sind eingetroffen. Ivo berät sie persönlich. Sie wollen das 6. Auto bei ihm kaufen. Ihr alter Wagen soll dafür in Zahlung gehen. Wenn ich schon einen Freundschaftspreis machen darf oder soll, kommen wir auf 7.000 Euro für die Inzahlungnahme von dem Kia Ceed. Können Sie da damit leben? Ja, also wir haben uns eine andere Summe vorgestellt. Kannst du noch ein bisschen was drauflegen und dazu sagen, so 7,5? 7,5. Eigentlich sind Rabatte bei Ivo nicht drin. Zurück zum berühmtesten Schnäppchenmacher Deutschlands. Alex Walzer hat eine Idee. Er will Reisekoffer abstauben. Die Ferienzeit ist vorbei und das Koffergeschäft eigentlich gelaufen. Aber oft liegen noch Restbestände in den Lagern. Und genau hier verstecken sich die Schnäppchen. Das nutzt Alex. Er will einen Koffergroßhändler treffen, den er persönlich kennt. Bei dem ist immer ganz schwer, was rauszukriegen. Der will von seinen Schätzchen nichts hergeben. Das wird ein gutes Stückchen Arbeit, aus Peter Marx wieder die schönen Sachen rauszubekommen. Die beiden haben sich schon einige Verhandlungsschlachten geliefert. Alex geht vorsichtig ran und checkt zunächst den Ausstellungsraum. Dort steht schon die neue Kollektion. Dann gibt es sicherlich irgendwo auch Reste der alten Kollektion. Hallo. Ach, Peter. Hi. Das ging aber flott. Wie geht's dir? Gut. Großhändler Peter Marx lässt seine Koffer in Asien produzieren und verkauft sie an Kaufhausketten in ganz Europa. Die 2- und 3-teiligen Koffersets kosten im Laden bis zu 200 Euro. Das so Preise kriege ich bei mir im Markt, das weißt du, natürlich nicht. Meine Kunden wollen für so ein Set irgendwie 79 oder 99 bezahlen, aber ich glaube nicht mal 79. Aber ich zeig dir noch mal ein paar schöne Sachen. Diese Shoppingbags treffen den Geschmack unseres Schnäppchenkönigs.
Ein Restbestand von 220 Stück. Das heißt, du willst mir die geben für einen Euro oder sowas? Du hast aber heute Morgen noch keinen Alkohol. Ich hab noch keinen Alkohol getrunken. Vielleicht liegt's da dran. Ich wollte vielleicht mal einen Becher. Nein. Im Gegenteil. Für beide Geschäftsmänner zählen nur nüchterne Zahlen. Na, pass auf, ich mache dir einen freundschaftlichen Preis. 3,50 für alle. 3,50, dann kriege ich ja... Alex will die restlichen Taschen unbedingt haben. Ich weiß, dass du jetzt weinst. Ich weiß, würdest du mir bitte die Taschen für 3 Euro geben? Bist du so nett, lieber Peter? Für einen guten Deal ist dem Schnäppchenmacher jedes Mittel recht. So fängt der Tag gut an. Weiter. Hast du noch ein paar Schnäppchen irgendwo? Die 220 Shoppingbags kosten ihn jetzt 3 Euro pro Stück. Verkauft werden sie für 5 Euro. Sein Gewinn 440 Euro. Die Schatzkammer des Koffergroßhändlers. 20.000 neue Koffersets sind gerade eingetroffen. Unser Schnäppchenmacher hat es aber auf die Reste der Vorgängerkollektion abgesehen. Das sind aber nicht alle, oder sind das alle? Nein, wir haben so ungefähr 100 Stück davon. Alles Ausstellungs- und Musterstücke, die auf Messen gezeigt wurden. Sowas wird Kofferhändler Marx nicht mehr los. Das dreiteilige Set liegt ungefähr bei 150 Euro. Sowas? Okay. Und sowas Einfaches? Die liegen so als Set um die 100 Euro, 80, 90 Euro. Ladenpreise, wohlgemerkt. Aber das hier sind Einzelstücke in unterschiedlichen Farben und Materialien. Kann Alex dieses Sammelsurium überhaupt gebrauchen? 15 Euro, egal welche, große, mittel, kleine, dünne. Ich nehme alle, die du hast. Alle. Egal welche. Alle. Ich mache dir einen Vorschlag, 17 Euro und wir bleiben Freunde. Oh, Kerle, das letzte Mal hast du es mir für 16 gemacht. Ja, okay. Machst du es mir diesmal wieder für 16? Ja. Dankeschön. Endlich einer, der es mir für 16 macht. 100 Koffer für 1.600 Euro. Alle so unterschiedlich wie auf einem Kofferband am Flughafen. Bei Autoschnäppchenhändler Ivo möchte ein Stammkunde auf ein Billigangebot noch einmal Rabatt haben. Kann Ivo sich darauf einlassen? Ich sag mal, okay, in Anbetracht dessen, dass Sie jetzt tatsächlich jetzt das 6. Auto bei uns kaufen, würde ich darauf einsteigen, aber dann brauche ich heute das Jahr. Okay, dann sage ich Hand drauf. Das schmälert Ivos Gewinn beinahe um die Hälfte. So großzügig ist er wohl nur bei Stammkunden. Der Verkaufspreis für das neue Auto beträgt 18.700 Euro. Zählt man Ivos Rabatt von 500 Euro zum Einkaufspreis, erhöht dieser sich auf 19.200. Gewinn magere 500 Euro. Die Autoprofis haben an einem Tag 48 importierte Fahrzeugschnäppchen verkauft. Und der nächste Deal ist schon am Telefon. Zurück bei Alex Walzer. Die Koffer sind da, aber sind sie auch ein Verkaufsschlager? Alex wirbt mit Entschädigung bei Beschädigung. Darauf gibt er sogar eine Garantie. Hier steht nämlich drauf, beschädigen das Reisegepäck nach einer Flugreise, melden Sie den Schaden sofort am Schalter der Fluggesellschaft. Die sind dafür, nach Paragraph sowieso und sowieso, dafür verantwortlich. Und was alles mit Koffern passieren kann, demonstriert er uns dann sehr anschaulich. Die schmeißen das Ding einfach. So geht das beim Verladen. Koffer muss Dritte abkönnen. Der Koffer muss auch was aushalten. Und wenn dann irgendwann der Koffer am Arsch ist, so richtig kaputt gegangen ist auf dem Fließband, dann ist das nicht die Sache von dem Händler, dann ist das die Sache von der Fluggesellschaft. Deswegen ist er dann verantwortlich und nicht wir. Wo? Aber überzeugt die Verkaufsschau auch die Kunden? Die Ware, die hier angeboten wird, gehe ich mal schon von aus, dass es was Ordentliches ist. Ne? Und was der Belastungstest auch gezeigt hat eben. Und die ersten Koffer gehen sofort weg. Alex hat 100 Koffer für 16 Euro pro Stück eingekauft. Er verkauft sie durchschnittlich für 39. Gewinn 2.300 Euro. Wir können uns mit unseren Koffern sehen lassen und das Konzept gibt uns recht. Ging schon Massen von weg.